Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie man in DaVinci Resolve ein Audio-Docking machen kann. Das heißt, wenn man auf einer Tonspur Musik hat und auf der zweiten Spur einen Sprecher, wie man dann DaVinci Resolve sagt, dass es automatisch die Musik, wenn der Sprecher beginnt zu sprechen, etwas nach unten schraubt. Wie das Ganze geht, zeige ich euch gleich. Nach dem Intro. Ja, wir haben hier in DaVinci Resolve hier mal ein fertig geschnittenes Video drin und hier oben haben wir zum einen ein Voiceover und eine Musik. Ich ziehe mir hier mal die Musik auf die Audiospur 1 hier, passe die hier an und wir benennen das mal hier um auf Musik. Dazu einfach hier reinklicken, dann kann man hier das ändern. Auf die Spur 2 legen wir jetzt hier, nicht gerade hier vom Anfang an, aber etwa hier, dieses Voice-Over rein. Und wenn wir das abspielen hier, sehen wir hier, wir hören gar nichts oder fast nichts von dieser Sprecherin hier, die übrigens hier nur irgendein Gedicht vorliest. Auch hier benennen wir jetzt aus Einfachheit halber hier diese Audiospur 2 um auf Voice-Over. Over VO1. So. Um das Ganze jetzt zu fixen, wechseln wir hier drüben auf Fairlight und dann spielen wir hier das Ganze mal ab. Auch hier sehen wir, dass das Ganze nicht hörbar ist und wir klicken hier mal bei VoiceOver unter Dynamics hier rein, Doppelklick. Und dann können wir hier das hier auf den Sidechain Bus auf Send, also heißt, ich schicke das rüber und der Kompressor, der hier drüben ist, den kann ich dann einschalten auf der Audiospur von der Musik und die hört dann auf das, was hier auf diesem Send kommt. Ich schließe das mal hier. So. Wenn ich da mehrere Voiceover Spuren habe, dann habe ich hier einfach eine weitere Spur und eine weitere Spur, auch diese. Entsprechend sende ich dann rüber und jetzt gehen wir hier auf diese Musikspur. Das ist hier die Musik, die erste Spur und auch hier klicke ich in die Dynamics rein, doppelklicke hier rein und wir wollen jetzt das nicht senden, sondern wir wollen jetzt das hier hören, listen. Ich kann euch das übrigens auch noch hier oben zeigen, wenn ich hier Sidechain einschalte und dann das Ganze hier abspiele, hören wir nur noch dieses Voiceover hier und natürlich hört jetzt das hier auf dieses Voiceover und wir schalten hier den Kompressor ein. Hier kann ich dann einstellen, wie viel er Ducking machen soll. Wir können das mal hier und wie schnell. Natürlich hier oben das Ganze wieder auf Bass 1 umstellen, so dass wir alles hören. Und wir spielen das hier ab von Anfang an. Wir hören jetzt hier die Musik. Ich fahre hier nach hinten. Und sobald hier der Voiceover kommt, so. Und wir sehen jetzt hier, der Voiceover kommt ziemlich gut drüber hier. Und ich kann hier noch ein wenig mehr geben, dass die Musik etwas lauter ist. Und hier den Hold und den Release. Der Hold ist, wie lange er das halten soll. Da muss ich einfach rumspielen, weil ihr hört jetzt hier, wenn ich das zurückdrehe, dann klickt das rein.
So. So sollte das eigentlich mehr oder weniger gut sein. Wir fahren hier nochmals an den Anfang zurück. Ja, auch in den Pausen schaltet er mir jetzt nicht den Kompressor hier raus, sondern bleibt hier drin. Auch wenn sie Pause macht beim Sprechen, bleibt das hier schön drin. Also die Einstellungen hier im Kompressor ungefähr so sind I.O. Mache hier mal Pause. Also ihr müsst hier einfach den Threshold, den einstellen, wie laut ihr die Musik wollt. Dann hier den Hold, wie lange er das halten soll, dass er das nicht zu schnell wieder rückgängig macht. Und hier den Release, wie schnell das hier rückgängig gemacht werden soll. Eigentlich diese beiden müsst ihr hier einstellen. Und dann sollte das Ganze hier wunderbar automatisch funktionieren. Ich kann hier auch noch schnell einen Cut hier machen. Und dann schieben wir das ein wenig nach hinten und dann schauen wir mal, wie das tönt, wenn er hier in der Pause. Und dann schauen wir hier mal. Jetzt müsst ihr nach oben machen. Seht ihr, fährt das schön rein. Und sobald es wieder kommt. Also wunderbar, hier gibt das Voice-Over rein und raus. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Videotutorial zum Erstellen eines Audio-Duckings mit einem Voice-Over und Musik gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns auch dann garantiert wieder in einer Woche. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, postet sie mir unten in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!